Krisenzeit ist Familienzeit. Vor allem schwere Tage, mit denen wir während der Corona-Pandemie konfrontiert werden, lassen sich im Kreise der Liebsten wohl am besten überstehen. Dieses Credo gilt auch im schwedischen Königshaus, genauer bei Prinzessin Madeleine. Die 37-Jährige wohnt aktuell mit ihrem Gatten Chris O'Neill und den drei gemeinsamen Kindern in Florida. Bereits vor wenigen Wochen hat uns die fünfköpfige Familie mit einem niedlichen Ostergruß erfreut. Besonders überraschend, die drei Kinder Leonore, Nicolas und Adrienne sind allesamt ganz schön groß geworden. Pünktlich zum Muttertag gibt es jetzt wieder einen neuen Schnappschuss aus den royalen vier Wänden. Darauf Madeleines jüngster Spross, Prinzessin Adrienne. Mit den Worten: "An diesem Muttertag feiern wir Liebe und Familie", zeigt uns die Königstochter ihr Nesthäkchen. Und die Szene könnte süßer nicht sein. Mit braunen Locken, kleiner Stupsnase und ihren süßen Pausbäckchen erinnert die Zweijährige an die zwei berühmten Raphael-Engel. Neugierig riecht sie an einem Strauß voller Rosen. Ihrem Gesichtsausdruck zufolge scheinen die herrlich zu duften. Na, ob der Blumenstrauß etwa als Muttertagsgeschenk für Mama Madeleine gedacht ist?